Hallo, wir sind Dermalogica. Als Hautpflegeexperten steht die Gesundheit der Haut für uns im Vordergrund und das seit 35 Jahren. Um dich regelmäßig mit Infos und Neuigkeiten zu versorgen, gibt es jetzt unseren Podcast Dermalogica Skin Talk. Hol dir deine Hautpflegetipps direkt von den Dermalogica-Experten und freu dich über gesunde, strahlende Haut. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar müssen wir heute über etwas sprechen, was jeder hat, aber keiner haben will, nämlich das Thema Pickel. Frage ist, muss ich mir wirklich Pickel antun? Also muss ich damit leben? Gehören die einfach dazu oder kann man tatsächlich was machen? Deswegen begrüßen wir euch heute zu dem Thema Clear Glow, reine Haut in wirklich jedem Alter. Und wir hoffen, es ist eine ganze Menge für euch dabei, was ihr euch rausholen könnt, rausziehen könnt, um zu wissen und zu erfahren, wie ihr eure Haut rein und gesund haltet. Ja, mit dabei wieder Vera Nordquist, unsere Education Managerin, und ich, Bettina Zammert, PR und Communication. Ja, liebe Vera, wir haben ja erstmal das Thema, was ich eben schon gesagt habe, eigentlich kennt es jeder, aber keiner will es. Und die Frage ist, kann man wirklich was gegen Pickel tun oder ist das eigentlich im Grunde etwas, womit wir leben wollen und oder müssen, wollen ja nicht. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Leonie ganz doll grüßen, die sich nämlich dieses Thema ausdrücklich gewünscht hat, denn auch Leonie möchte gerne wissen, was sie gegen ihre Unreinheiten tun kann. Vielleicht können wir einfach mal damit anfangen, dass uns eine Expertin, nämlich die Vera, erklärt, wie kommt es eigentlich zu Akne oder Unreinheiten, jetzt mal in erster Linie bei Erwachsenen. Ja, hallo zusammen. Erstmal so angefangen mit deiner Frage, muss ich damit leben? Und da kommt immer so dieses ganz klassische Jein. Und das erklärt, jein, es kommt drauf an. Und das möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen mehr beleuchten. Und wir unterscheiden generell erstmal so Unreinheiten, Pickel von Erwachsenen und von Jugendlichen. Also diese zwei Bereiche gibt es erstmal. Und was für uns immer ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal auf die Ursachenforschung begeben. Dass wir erstmal gucken, wo kommt das eigentlich tatsächlich her? Und wenn wir uns das jetzt mal bei den Erwachsenen angucken, ist es immer ganz gut, wenn man so seine eigene Lebensweise auch mal ein bisschen betrachtet. Es hilft da manchmal auch, ein Tagebuch zu führen, dass man einfach sagt, okay, ich merke jetzt einfach, dann und dann kommen besonders viele Pickel oder Unreinheiten. Das können nämlich ganz unterschiedliche Ursachen sein. Und das erste und ja, das häufigste tatsächlich bei den Erwachsenen ist Stress. Weil Stress, da wird nämlich viel Cortisol produziert. Das ist so dieses klassische Stresshormon. Und das regt nämlich unsere Fettproduktion an. Und gerade so chronischer Stress, vielleicht hat der ein oder andere das in Prüfungszeiten oder jetzt auch vermehrt Homeoffice, Homeschooling, wenn das alles so zusammenkommt, dass da einfach die Haut auch unreiner wird. Und ich sage immer so bei Stress, der eine bekommt Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, Migräne und der andere bekommt halt die Pickel. Aber aussuchen kann man es sich leider nicht, ne? Wo? Nee, leider nicht. Also im schlimmsten Fall hat man dann noch alle drei Sachen. Das wär dann so die ausgeprägteste Stufe. Aber deshalb beobachtet mal so ein bisschen selber bei euch, was ist denn so, ja, was passiert bei mir beim Stress und dass man es einfach mal so ein bisschen zuordnen kann. Und im besten Fall hat irgendwie jeder so ein, ja, wie ein Ventil für sich, wo man das ein bisschen ablassen kann. Aber das ist ganz häufig so Stress oder stressbedingt, dass da die Erwachsenenakne ausbricht. Und Erwachsenenakne ist wirklich eine Erwachsenenakne, die so in den, ich sag mal, Anfang 30er auch startet oder sich befindet, im Gegensatz jetzt zu der jugendlichen Akne. Mhm. Dann haben wir bei den Erwachsenen auch noch ganz häufig hormonelle Veränderungen. Also gerade bei den Frauen, man hat ja immer das Gefühl, man kommt so ab der Pubertät, kommt man in ein Wechselbad der Hormonschwankungen, also von der Schwangerschaft in die Stillzeit und zack ist man schon in den Wechseljahren. Aber tatsächlich auch diese hormonellen Veränderungen können dazu beitragen, dass wir diese Entzündungen bekommen.
Und wir haben hormonell, ja, du weißt ja, ich glaube, ja, genau, ich habe schon so Luft gezogen. Ich glaube, das ja. sind ja, hast du gleich gehört, ne? Das sind, glaube ich, auch diese Sachen, die man gerne mal so am Kinn hat, oder? So rechts und links. Das habe ich nämlich früher mal bei mir auch immer festgestellt. Ja, so, also genau. so Unreinheiten. Das sind einfach nur so einzelne. Und das fand ich mal ganz interessant, weil ich nämlich auch an sich eine sehr trockene Haut habe. Aber das sind immer so einzelne Pickelchen, die dann kommen und die dann auch wirklich richtig hartnäckig sind. Oh ja, das ist nämlich gerade so Wangenbereich abwärts bei den Erwachsenen. Ja, genau. Das ist nämlich so diese klassische, und es ist leider so, ist die klassische Bartregion. Bart? Ja, das ist da, wo die Männer den Bartwuchs haben. Ach so, ich dachte jetzt, oh Gott. Was erwartet mich? Okay, aber es aber es ist tatsächlich so, da ist es die Bartregion. Und okay. gerade bei den Erwachsenen ist es so, dass die Erwachsenenakne mit dem Testosteron zusammenhängt. Okay. Und Testosteron ist ja das männliche Sexualhormon. Und dieses männliche Sexualhormon sorgt wiederum dafür, dass diese Fettproduktion, die Sebumproduktion angeregt wird. Mhm. Und deshalb befindet sich halt bei Erwachsenen diese Entzündungen in diesem typischen Bartbereich. Ich habe jetzt wieder so ein bisschen Kopfkino. Ja, ich auch gerade, deswegen habe ich da, aber gut. Aber es ist halt tatsächlich so, deshalb ist es nicht wie bei Jugendlichen überall Stirnbereich, Rückenbereich, sondern wirklich so ganz klassisch Wangenbereich abwärts. Mhm. Also du hast jetzt schon so angedeutet, es gibt, also man kann das optisch, klar, man sieht einmal, ist das natürlich ein jüngerer Mensch, der hat dann eher eine jugendliche Akne oder ein älterer Mensch, der hat eine Erwachsenenakne. Das ist eine Sache, aber man sieht es auch einfach daran, wo es im Gesicht auftaucht. Ne? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei Erwachsenen, sagen wir jetzt mal 30 plus, nennen wir das da jetzt mal erwachsen, hast du eher das in der Bartregion, also auch in der imaginären Bartregion bei Frauen. Ja. Und bei Jugendlichen hast du es halt überall. Und das ist der Unterschied, oder? Ja, ganz okay. genau, das ist der Unterschied. Und deshalb, also jetzt nochmal auf diese Bartregion sprechen zu kommen. Ich weiß, das ist so ein Thema, das tut auch so richtig weh. Es ist aber halt auch so in den Wechseljahren, dadurch Bartregion, unser Östrogen lässt etwas nach, das Testosteron gewinnt ein bisschen so die Überhand. Östrogen ist das weibliche Sexualhormon und deshalb das Testosteron, wenn das dann so ein bisschen übermäßiger da ist, sorgt es halt auch dafür, dass man halt so kleinen Flaum, kleine Härchenbildung hat. Yay, super, wir freuen uns. Und so hängt halt das eine mit dem anderen zusammen. Okay. Und was gibt's noch für Faktoren? Also kann ich jetzt, ich frage einfach auch mal schon dazwischen, kann es sein, dass ich als erwachsener Mensch, der als Jugendlicher im Grunde nie irgendwie Probleme hatte, jetzt auf einmal doch sowas wie eine Akne bekommen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also es müsste schon eine gewisse, ich sag mal, Fettproduktion da sein. Jemand, der jetzt so einen ganz trockenen Hauttyp hatte sein Leben lang, wird vielleicht mal, wie du das jetzt beschrieben hast, ein, zwei Pickelchen bekommen, aber nicht so eine ausgeprägte Akne. Also man sagt immer so, es müsste mindestens eine Mischhaut da sein. Okay, also das schon, ja, genau. Das heißt, das ist der Vorteil, wenn du jetzt trockene Haut hast, du kriegst höchstens mal vielleicht so ein hormonelles Pickelchen irgendwo, aber du hast nicht wirklich komplett im Gesicht Unreinheiten oder tendierst auf einmal dazu, dass du eine wirkliche Akne kriegst. Ne? So ist ja, es nicht. Ne? Ja, genau. Also bei den meisten, klar, es gibt immer die Ausnahmen, aber wenn ich jetzt schon so als Jugendliche oder als Jugendlicher keine Probleme mit Akne hatte, werde ich sie sehr auch wahrscheinlich nicht im Alter bekommen. Ja, und man hört ja auch immer so das Thema Umwelteinflüsse. Was kann ich eigentlich oder welche Auswirkungen hat eigentlich das, was in der Umwelt passiert auf meine Haut? Ist das groß, dieser Einfluss, oder ist das eher so, dass man ihn vernachlässigen kann? Ja, Umwelt hat einen ganz großen Einfluss auch. Also gerade diese fiesen kleinen Feinstaubpartikel, die sich in der Luft befinden, die sind nämlich molekular so klein, dass sie nämlich in unsere Poren reinschlüpfen und reingehen und dort auch für Entzündungen und Unreinheiten sorgen. Okay. Und das ist immer ganz wichtig, tatsächlich, also wenn ich was gegen Unreinheiten machen möchte, ist ganz einfach eigentlich Reinigung der Haut und das morgens und abends. Mhm. Dass diese Feinstaubpartikelchen auch runtergenommen werden von der Haut.
Okay, und kann ich ernährungstechnisch auch irgendwie was falsch machen oder was richtig machen, um Unreinheiten entgegenzuwirken oder zu gucken, dass ich die gar nicht kriege erst? Ja, und da ist wieder so dieser Tipp vom Tagebuch. Also manche Erwachsene bekommen durch Stressentzündung, manche halt nicht. Hm. Und so ist das auch mit der Ernährung. Also gerade so diese Klassiker, Fette, Zucker, alles, was gut schmeckt, okay, kann aber trotzdem auch die Sebumproduktion, also die Fettproduktion anregen. Und da empfiehlt sich da auch ein Tagebuch zu führen, dass man einfach sagt, okay, ich habe das gegessen und dann kam die Entzündung. Also manche haben Glück, essen viel Schokolade, da kommen keine Entzündungen. Und bei manchen ist es tatsächlich so, die haben abends 2, 3 Chips gegessen und am nächsten Tag blüht das ganze Gesicht. Ja, und wir haben ja jetzt im Moment auch noch dadurch, dass wir diese Masken tragen müssen, die medizinischen Masken, ja auch die sogenannte Maskne, ne? Also, dass da in den Bereichen, wo die Maske auf der Haut aufliegt, dass darunter auch schnell Unreinheiten entstehen. Das kann man ja vielleicht auch noch als Umweltfaktor mit reinnehmen, ne? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und gerade die Damen, die dann vielleicht doch ein bisschen gepudert sind oder Make-up haben. Ja, ja, genau. So auch Maskenhygiene sollte da auch mal überdacht werden. Ich weiß, dass die schon mal gerne so ein bisschen länger auch im Auto liegen oder in den Handtaschen. Mhm. Ja, ein regelmäßiges Wechseln. Ja. Ja, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, so diese sichtbaren Unterschiede. Also was sehe ich jetzt bei Erwachsenen eigentlich auf der Haut, wenn die eine Akne haben? Also bei den Erwachsenen ist es so, dass du ab, ja, also im Wangenbereich diese Entzündung hast, abwärts. Mhm. Du hast natürlich als Erwachsene auch viel länger davon. Und das hat mit der Zellteilung zu tun, ja, weil als Erwachsene hast du ungefähr eine Zellteilung 28 plus Tage. Also das heißt, von der Zellgeburt, bis sie abgeschuppt wird. Aber das hat leider dann auch mit unserem Heilungsprozess zu tun. Denn je älter ich werde, desto langsamer wird diese Zellerneuerung. Und desto langsamer ist im Prinzip auch meine Wundheilung. Und das kennt man ja auch, wenn ein Kind hinfällt. In einer Woche ist das komplett verheilt. Wenn wir uns mal so richtig langlegen, dann haben wir vielleicht ein paar Wochen von dieser Verletzung. Ja. Und so ist es auch mit der Haut. Das heißt, okay, so eine Entzündung, da haben wir viel länger von. Mhm. Und wie ist das bei Jugendlichen? Also erstmal da im Gesicht ist es ja, haben wir ja gesagt, kann es eigentlich überall auftreten, ne? Aber ich glaube, die haben ja auch, viele Jugendliche haben ja auch auf dem Rücken oder am Dekolleté dann auch Unreinheiten. Das ist ja bei einer erwachsenen Akne eher nicht so, oder? Ja, absolut, genau. Also Dekolleté, Rückenbereich, Stirnbereich ist mehr. Also im Prinzip wirklich überall. Hm. Und die Jugendlichen haben auch mehr Mitesser als Erwachsene. Erwachsene haben wirklich mehr so diese Knötchen, die auch mal schon richtig wehtun können. Und Jugendliche haben meistens auch mehr diese Mitesser, die dazwischen sind. Ah ja, jetzt wird es schon richtig juicy. Dann können wir ja gleich schon ein bisschen mehr ins Detail gehen, dass du vielleicht einfach mal erklärst. Ich muss nur eine Sache noch einbringen, ja, bitte. Zu den Ursachen. Jetzt haben wir ja alles so Ursachen, die so innere, äußere Sachen, aber die sich gegebenenfalls halt auch ändern lassen, wie jetzt die Ernährung oder Lifestyle wäre ja auch so, was zu der Ernährung dazu gehört. Also wenn ich jetzt nicht schlafe, viel Alkohol trinke, mich schlecht ernähre, da kann natürlich auch die Haut negativ in dem Sinne beeinflussen und Entzündungen kommen. Das kann ich natürlich zu einem gewissen Maße auch beeinflussen, aber es gibt tatsächlich auch die genetisch festgelegte Akne. Ah, okay. Das bedeutet, die bekomme ich dann schon, wenn ich jugendlich bin, und das geht dann auch wirklich bis ins Erwachsenenalter. Das Ach so, also ich kriege die gar nicht los. Das heißt, ich kriege die als Jugendlicher, wenn ich die genetische Voraussetzung habe, dann bekomme ich die Akne, und eigentlich habe ich dann für mein gesamtes Erwachsenenalter auch noch Spaß dran. Ja. Leider ja. Also man kann natürlich viel mit Pflege machen, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Genau, das wäre, glaube ich, auch wichtig. Aber es ist schon so, ich kann das halt mit Pflege, Unterstützung, einfach mein Hautbild optimieren, aber ich werde das halt nicht wegbekommen. Und um da zu schauen, ist das vielleicht bei mir genetisch bedingt, kann man einfach mal schauen, kommt das schon irgendwo familiär bedingt vor? Mhm. Okay, vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich in der Haut passiert, bis es einen Pickel gibt, weil der ist ja jetzt nicht, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, von heute auf morgen da, der hat ja auch eine Geschichte, also von der Geburt bis zu, sozusagen, genau, von der Geburt bis ins hohe Erwachsenenalter des Pickels, was passiert? Also was passiert in der Haut?
Wir haben bei einem Pickel bzw. bei der Akne erstmal eine übermäßige Fettproduktion. Also diese typische, ja, dieser Glanz, der sich bildet auf der Haut. Das heißt, diese Fettproduktion, die Sebumproduktion, die findet in der Pore statt. So, und im besten Fall fließt natürlich dieses Fett nach außen hin ab, verstopft also auch nicht. Und das passiert über unser Haar. Weil in der Pore, da wo das Haar ist, ist im Prinzip diese Talgdrüse angehangen. Es hat einfach ja prähistorische Hintergründe in der ja aus Eiszeit, unserer zotteligen Vorzeit. Aus der zotteligen Vorzeit. Genau. Als es sehr kalt war, wir noch keine Kleidung hatten und wir einfach diese Imprägnierung brauchten, da haben wir das noch von. Und ja, was aber tatsächlich dann auch noch passiert bei einer Akne ist, dass wir eine übermäßige Zellteilung haben. Also es werden 3 bis 4 Mal mehr Zellen produziert als bei einer normalen Haut. Und die legen sich dann so richtig schön auf die Pore und verstopfen die. Das heißt, dieses Fett, was normalerweise abtransportiert wird, ist im Prinzip gefangen in der Pore. Kriegt jetzt ein Deckelchen obendrauf, ne? Ein Deckelchen ist obendrauf, genau. Und dann wird es immer mehr, mehr, mehr in der Pore, das lieben dann auch noch unsere Bakterien, das hat man vielleicht auch schon mal so gelesen, diese Probionibakterien, die vermehren sich dann auch noch, es werden immer mehr Bakterien, unsere Zellwände werden dadurch immer dünner, also das heißt, dieser Follikel wird immer dünner, diese Membran spricht man ja auch davon, das heißt, diese Abgrenzung von der Pore, das wird immer dünner, die Wand, und irgendwann platzt dann tatsächlich dieses Fett ins umliegende Gewebe. Und das sieht man dann optisch oben auch, dass das gerötet ist und ja, einfach auch wehtun kann. Ja, und da weiß ich ja schon, also eine Sache, die man ja auch immer wieder hört, man soll nicht selber dran rumdrücken. Aber ich glaube, das ist im Grunde gerade das, was viele Jugendliche auch machen. Und von daher, vielleicht kannst du ja mal so ein Alternativprogramm entwerfen. Also was mache ich, wenn ich nicht selber rumdrücken darf, was kann ich tun, um das jetzt in den Griff zu kriegen? Ja, also da ist so eine Kombination aus guter Heimpflege auch, also was ich eben schon gesagt habe, ist wirklich die Basis, morgens und abends die Haut zu reinigen, dass das runtergenommen wird. Und auch nochmal unterstützend, ich habe ja eben gesagt, die Zellen, die verstopfen so richtig die Pore, mit einem passenden Peeling auch regelmäßig peelen, damit das abfließen kann. Okay. Und dann zu einer Kosmetikerin, also wir sagen Hautpflegeexperte dazu, damit das wirklich professionell ausgereinigt werden kann. Und es ist natürlich schon so, je nachdem, wie stark diese Akne ausgeprägt ist, ist natürlich auch ja die Hilfe von einem Mediziner, Hautarzt dann ratsam. Aber es sollte immer synergetisch auch gehen. Also eine gute Heimpflege und dann ja mit der professionellen Unterstützung. Aber wenn du sagst Peeling, dann ja kein Rubbelpeeling. Ne? Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, oder? Ja, also, absolut. Also es gibt da ja, und das ist ja der Vorteil, jetzt zum Beispiel, um dann auch nochmal Eigenwerbung zu machen. Ich meine, bei uns, bei Dermalogica gibt es ja eine Vielzahl von Peelings, die auf den jeweiligen Hautzustand abgestimmt sind. Und da muss dann keiner anfangen, so ein Rubbelpeeling am liebsten noch selber zu machen. Da gibt es ja auch die wildesten Anleitungen im Internet. Also lasst es bitte sein. Ja, nehmt euch lieber was geeignet ist mit Enzymen, mit Säuren drin. Und auch wenn man Säure sagt, das klingt jetzt immer gleich so, wow, fies. Aber das gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Stärken. Also bitte, bitte nicht drücken, nicht rumschrubbeln, sondern tatsächlich ein geeignetes Produkt nehmen und die Reinigung. Ja, okay. Das weißt du, also Jugendliche, auch da finde ich, das ist auch wichtig, nochmal den Hinweis, geht auch gegebenenfalls zum Hautarzt. Wobei man ja auch immer sagen muss, der Besuch bei der Hautpflegeexpertin und beim Hautarzt, das muss ich ja auch nicht ausschließen. Ne? Das kann man ja auch gut kombinieren. Absolut. Ja, und was ist denn mit den Erwachsenen? Also was empfiehlst du da? Was mache ich, wenn ich jetzt eine Erwachsenenakne habe? Ja, also bei den Erwachsenen haben wir ja schon gesagt, dass wir erstmal gucken, wo ist die Ursache? Und was sowohl für Erwachsene als für Jugendliche auch gilt, ist generell auch mal so ein bisschen die Umwelt- oder Umgebungshygiene zu überdenken. Also auch mal zu schauen, wie oft wechsle ich eigentlich so einen Kopfkissenbezug.
Oh ja, auch schön. Also gerade wenn man da nachts so reinschwitzt, ne, da sammelt sich ja auch viel. Ich sage ja nur 200 bis 300 Milliliter pro Nacht landet da drin. Was denn, Wasser oder Schweiß? Schweiß, ja. Handtücher ist auch so eine Sache. Wir hatten ja eben, du hast ja gerade gesagt, mit dem Peeling, ne? Ja. Sollte man nicht rubbeln, nee. Weil dadurch bekommt man diese Schmierinfektion. Das heißt, man könnte dann im Prinzip so einen Pickel von links nach rechts bewegen und vermehren. Und so ist das natürlich auch mit den Handtüchern. Also am besten ist tatsächlich ein eigenes Tuch oder ein Handtuch zu nehmen fürs Gesicht und das am besten direkt in die Kochwäsche zu werfen, damit ich diese Schmierinfektion nicht habe. Und bei den Erwachsenen natürlich auch dasselbe, auch Handyhygiene mal gucken, wo liegt eigentlich so mein Handy, wo habe ich das angefasst und dann halte ich mir das ins Gesicht. Und das sind so allgemeine Tipps nochmal. Und bei den Erwachsenen ist halt immer mein Tipp zu sagen, guck, wo die Ursache ist. Also ist es Ernährung, ist es Stress? Und dass wir da auch schauen, dass man ausgewogene Produkte nimmt. Also es müssen nicht unbedingt immer total austrocknende Sachen sein. Also ganz häufig nimmt man ja so handelsübliche Produkte, da sind austrocknende Alkohole drin. Die entfernen erstmal alles auf der Haut, trocknet richtig aus. Und dann haben natürlich die Talgdrüsen das Gefühl, Mensch, da oben ist nicht genug Fett. Ich produziere jetzt nochmal richtig ordentlich nach. Und dann wird es nämlich noch unreiner und entzündet sich noch mehr. Okay, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht einfach nochmal besprechen sollte, nochmal darauf hinweisen. Also man denkt ja häufig so, Fett, Alkohol hilft gegen Fett, also sprich austrocknende Alkohole, nur her damit. Die kennen wir ja alle aus unserer Jugend oder ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich weiß gar nicht, ob es das Produkt Erzähl heute doch noch mal. Gibt. Aber das Produkt mit dem C drauf, ich sag nichts mehr. Ja. Du kennst es auch noch, ja, dann bin ich beruhigt. Ich dachte, ich mache jetzt irgendwie so ein Produkt, wo alle sagen, hä, was wird das denn? Aber gut, man kennt es noch, wunderbar. So, und das war ja lange Zeit immer so das Mittel, dass man sagt, mit Alkohol. Aber jetzt hast du gesagt, wenn ich die Hautoberfläche entfette, regt das eigentlich eher die Talgdrüsen dazu an, noch mehr Fett zu bilden. Ja, genau. Das okay, ist, gut. Geht das genau ins Gegenteil über. Ja, ja. Was empfiehlst du denn generell für Inhaltsstoffe? Und dann können wir vielleicht auch gleich nochmal, könntest du vielleicht auch nochmal erwähnen, oder das kombinieren. Was mache ich denn eigentlich, was macht jetzt eine Hautpflegeexpertin bei einer erwachsenen Akne? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da? Und generell vielleicht auch mal, welche Inhaltsstoffe, um da mal so einen Überblick zu bekommen? Ja, also Behandlung bei den Erwachsenen, gegebenenfalls auch bei den Jugendlichen, ist eine Peeling-Behandlung. Also, dass man ansetzt, regelmäßig die Haut peelt, denn da gibt es Inhaltsstoffe wie beispielsweise die Salicylsäure. Das ist eine Beta-Hydroxysäure. Aha, Fachwort. Genau, die ist sehr fettliebend. Also, die kriecht so richtig schön in die Poren rein und klärt alles das, was sich da festgesetzt hat. Und das finden wir dann einmal, kommt noch mal ein bisschen Werbung, für die Jugendlichen bei uns in der Clearstart-Serie. Und bei den Erwachsenen in der Active Clearing Serie, weil die auch entzündungshemmend und beruhigend arbeitet. Und die Hautpflegeexpertin macht dann unser Pro Power Peel. Das sind starke Säuren, also wie gesagt, keine Angst bei dem Wort Säuren. Säuren sind ganz wichtig, weil wir da wirklich sehr prophylaktisch klärend arbeiten können. Das wäre eine Behandlungsmethode. Und die zweite wäre auch Microneedling. Kannst du das also ganz kurz vielleicht nochmal erklären, was das ist? Also da gibt es ja nochmal einen eigenen Podcast dazu, aber vielleicht nochmal so in 2, 3 Sätzen oder Worten, wie es geht eben gerade. Also das Microneedling, da hast du ein Handstück und auf diesem Handstück sitzen so kleine Einmal-Nadelaufsätze, also ganz kleine, dünne Nädelchen, also wirklich ganz dünn, ganz fein. Die perforieren ganz kleine Mikrokanäle in die Haut. Und durch diese Mikrokanäle werden dann Wirkstoffe tiefer in die Haut eingebracht. Das heißt auch tatsächlich dort, wo sie gebraucht werden. Also jetzt in dem Fall bei der Akne bis hin zum Follikel. Das heißt, dass hier die Sebumproduktion reguliert wird. Also deshalb ist es ganz toll auch bei einer Akne, um auch die Hauttextur zu verfeinern. Denn das Microneedling regt im Prinzip alle Prozesse in der Haut an. Also das heißt die Zellteilung, die Hyaluronbildung, dass halt mehr Feuchtigkeit in der Haut ist, aber auch die Kollagen-Elastin-Synthese,
Das sind diese Fasern in der Haut, die dafür sorgen, dass man eine glatte, straffe Haut hat. Und deshalb ist Microneedling halt wirklich ganz toll, auch bei Akne, Entzündung, um die Hauttextur zu verfeinern. Gerade auch, wenn man Narben hat, weil gerade bei einer Akne können sich ja auch schon mal die Narben bilden. Und wir bringen die Wirkstoffe halt auch dahin, wo sie gebraucht werden. Okay, das klingt doch schon mal super. Vielleicht ganz kurz jetzt als Abschluss, so zwei, drei Sachen oder ein Rat, der wichtigste Rat, den du jemandem geben würdest, der Hautunreinheiten hat. Also nicht zu aggressiv arbeiten, also nicht zu stark austrocknend arbeiten, weil das denkt man häufig ja auch. Also viele reinigen dann wie verrückt, trotzdem auch mit Pflege arbeiten. Mhm. Und da haben wir jetzt, wenn ich den Jugendlichen da noch einen Rat mitgeben darf, unser neuestes Produkt, das Cooling Aqua Jelly. Mhm. Das ist nämlich eine ganz sanfte, kühlende Gelpflege ohne Fette. Denn das braucht nämlich eure Haut auch. Das heißt, viel Feuchtigkeit, aber ohne dass man dieses eingecremte Gefühl hat, dass ihr eure Haut einfach nicht zu sehr austrocknet. Also einmal Reinigung und trotzdem eine sanfte Feuchtigkeitspflege. Mhm. Vielleicht können wir ja auch, also erstmal vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und vielleicht können wir ja auch nochmal einen Podcast direkt zum Thema Produkte für Erwachsenenakne und in einem anderen Produkte für die jugendliche Akne machen. Ich glaube, also ich meine, wir haben jetzt viel über die Hintergründe gesprochen, aber vielleicht ist es ja auch nochmal interessant, wenn man die einzelnen Produkte auch nochmal vorgestellt bekommt. Ja, absolut. Also gerade das ist ein Thema, wie du schon gesagt hast, was eigentlich jeden betrifft. Jeder hat mal eine Entzündung, muss ja nicht direkt ein Pickel sein. Und damit kann man wirklich, ja, da gibt es viele Informationen und das können wir gerne nochmal machen. Okay, prima. Dann sage ich jetzt erstmal Danke an dich, Vera. Und ja, das war unser Podcast zum Thema Clear Glow, reine Haut in jedem Alter. Dann bis dahin und bis bald. Tschüss. Tschüss.